Da ist ja richtiger Fisch drin. Ja. Muss ja. Eine Fischsuppe muss ja auch nach Fisch schmecken, ne? Und da kommen natürlich nachher noch die Meeresfrüchte, verfeinern das alles noch. Also ich kenne das so, dass man so einen Fischfond immer mit Knochen macht und Gräten und so. Ja, das haben wir ja nicht. Ich habe jetzt keine da. Ich habe jetzt keinen Lachs da. Ist natürlich Seelachs. Seelachs? Ja, ist ja Seelachsfilet. Also, kurzum, ich finde, dass das ganz schön teuer ist, eine Fischsuppe mit Fischfilet anzusetzen. A, bekommt man aus dem Fisch nicht genug Geschmack raus, weil man muss das normalerweise mit Gräten machen. Da ist die Power drin. Und B, es ist zu teuer. Ja, Was sagst du dazu? Ja, da kann man natürlich auch Knochen nehmen und alles. Habe ich aber leider jetzt nicht gehabt und habe das jetzt so mir entschlossen, das so zu machen. Aber du hast dich dazu entschieden, eine Fischsuppe zu machen, obwohl du nicht die richtigen Lebensmittel dafür da hast, ja, um sie richtig zu machen. Das ist ja im Grunde genommen so von hinten rum, von oben, durch die Augen, hinten rum wieder raus. Nein. Detlef hat das kostbare Fischfilet nur als Gewürz benutzt. Das ganze Aroma ist jetzt raus. Das Filet hätte man mit Soße und Gemüse als ganze Portion verkaufen können. Bares Geld, das Detlef in die Tonne haut. Was wird dieses Menü kosten? Dieses Menü circa, gehen wir von 18 Euro aus. 17 bis 18 Euro. Da arbeiten heute 6 Leute dran. Der Sternekoch rechnet vor. Abzüglich der ungefähren Personal- und Stromkosten sowie des Wareneinsatzes liegt der Verdienst an 30 Testessern bei. Macht ihr an dem Menü heute ca. 150 Euro miese. Das müsste man noch mal genau durchrechnen. Es würde auch hier keiner essen für 20 oder 25 Euro im Menü. Da können wir sowas dann nicht machen. So ein Menü muss mindestens 24 Euro kosten. Mindestens. Und dann muss man das auch dazu bringen, dass die Gäste das auch so wertschätzen. Inzwischen ist Chefin Simone vom Einkauf zurück. Während in der Küche mit den Herzoginnen Kartoffeln weitergemacht wird, möchte Frank Rosin sie unter vier Augen sprechen. Simone, hast du mal eben eine Minute? Ja. Können wir uns mal ganz kurz unterhalten? Ja. Okay. Wie ist so dein Verhältnis zu Detlef, deinem Küchenchef? Detlef ist ein sehr guter Koch. Ich achte seine Arbeit. Mhm. Es ist aber sehr schwer, mit ihm zusammenzuarbeiten. Es sind zwei verschiedene Schuhe. Woher weißt du, dass er ein ganz sehr guter Koch ist? Also, weil ich bisher fast nur gute Meinungen über sein Essen gehört habe. Ja, deine Gäste, die dich hier zur Millionärin machen oder dass du hier... Ach ja, schon wert, ja. Na gut, ich meine, sicherlich ist irgendwo immer noch was verbesserungswürdig. Rechnet der eigentlich richtig? Kalkulation, denke ich mal, ist nicht immer sein Ding. Mhm. Weiß ich aber nicht hundertprozentig. Ja, er lässt sich doch von mir nicht in die Suppe kochen. Aber du bist, du bist doch die Chefin. Natürlich bin ich die Chefin. Du sagst doch hier, was läuft. Na, was denn heute zum Beispiel? Eine Fischsuppe hätte ich heute nicht angeboten als Menü. Ja, dann sagt man das einfach. Hab ich ihm gesagt. Ja, aber er ist der Chefkoch, er hat das sagen in der Küche. Nein, so einfach. Na, du sagst es so. Es ist aber so. Aber es gibt heute eine Fischsuppe bei 38 Grad Temperatur. Das heißt, du bist nicht der Chef in deinem eigenen Laden? Nein, in der Küche bin ich nicht der Chef. Da habe ich also bist du auch nicht der Chef in deinem Laden? Na doch, im Service bin ich der Chef und deswegen funktioniert es auch nicht. Weiß ich nicht. Ich würde ja der Chef sein wollen, aber... Sag doch mal, wie es ist. Ich denke, er akzeptiert mich nicht. Punkt. Er lässt sich permanent von mir nichts sagen und das ist einfach schlimm. Er stellt mich manchmal da wie ein kleines Mädchen. Ich habe aber auch meine Lebenserfahrung. Ich habe auch schon, was weiß ich, 17 Jahre in der Gastronomie gearbeitet. Ich bin also auch nicht ganz unbescholten. Du hast mal eine richtige Aufgabe, weißt du das? Ja. Weil du musst richtig an dir arbeiten. Du musst hier reingehen und musst hier wirklich mit der Keule durch. Kann ich nicht. Doch, kann ich. Ja, und dann stinkt auch die Kohle nicht. Wovon lebst du eigentlich? Von Luft und Liebe. Von meinem Mann. Und der unterstützt dich? Na klar. Der unterstützt dich? Ja. Simone opfert sich seit 2,5 Jahren für den Laden auf, verdient nicht einen Euro und fühlt sich von Küchenchef Detlef nicht ernst genommen. Simone ist am Ende ihrer Kräfte. Erzähl mal. Ach Mann, na, ich kann bei ihm kostenfrei wohnen. Ich brauche überhaupt nichts zu bezahlen zu Hause. Aber alles hier hätte ich hier in diese scheiß Kneipe. Entschuldigung, das ist eine schöne Gaststätte. Aber ich habe nicht gedacht, dass die mich so auffressen wird irgendwann mal. Das muss doch allein schon der Grund sein, letztendlich
die Sache doch jetzt mal zu ändern. Möchte und das kann man doch, das kann man doch auch einem Menschen klar machen, dass man, wenn doch dein Geld und deine Existenz, deine unternehmerische Existenz hier am seinen Faden hängt, dass du letztendlich diejenige bist, die, die hier zu sagen hat. Also einfach wird's nicht, das sag ich dir. Ich hab mir in meinem Leben noch nie was einfach gemacht. Ja gut, aber vielleicht wird's mal irgendwann Zeit. Mir was leicht zu machen? Ja. Also in der Hinsicht brauchen wir echt ein Umdenken und vor allen Dingen du. Hm. Ja? Okay? Okay. Weil ich sehe nämlich, dass die Gäste schon kommen und ich glaube, wir müssen jetzt Gas geben. Okay, komm. 30 Testesser hat Frank Rosin eingeladen, die jetzt die Leistung des Lindeneck-Teams begutachten. Während sich die ersten Sätzen und Getränke bekommen, ist Detlef mit dem Hauptgericht Schweinemedaillons mit Pfifferlingen zugange und Marianne portioniert bereits die fertige Fischsuppe. Alles klar? Ja, mal habe ich die Pfifferlinge dran. Jetzt. Was machst du denn mit den Pfifferlingen? Pfifferlinge mache ich, die koche ich, also mache ich eine Pfifferlinge in Sahnesoße. Aber warum kochst du die denn? Warum brätst du die denn nicht scharf an und so richtig mit Röstaromen und so? Na, habe ich ja drin. Ich habe ja Zwiebeln und Speck habe ich ja, aber, drin. Aber der ganze Saft, der kommt ja aus dem, der ganze, also ein Pilz besteht ja zu 98% aus Wasser und der verliert jetzt seinen ganzen. Und ich bereite das immer so zu und meine Leute oder sagen wir mal die Gäste sind zufrieden. Ja, aber wohl nicht genug, sonst wird's ja laufen und ich wäre nicht hier. Ob die Gäste wirklich so zufrieden sind, wie Detlef denkt, wird sich jetzt zeigen. Manege frei für die Vorspeise, Fischsuppe. Sie möchten keine Suppe, danke, nein. Das geht ja gut los. Hochsommerliche 38 Grad. Vermutlich ist das Süppchen da nur wenig attraktiv. Man wusste ja, dass es sehr heiß wird. Hätte man jetzt was, eine kalte Gurkensuppe oder sowas nehmen können. Ja. Dillsuppe. Ja, oder eine Dillsuppe. Irgendwas Frisches, Kaltes. Es war ein bisschen wenig Fischstückchen drin gewesen. Also, und Meeresfrüchte zu wenig und es war eben zu salzig. Da habe ich echt voll Bock drauf jetzt. Auch der Sternekoch will wissen, wie die Suppe schmeckt. Es schmeckt nach ganz fiesen Fisch. Und als Einlage gibt es jetzt blöde Muscheln. Ja, nicht blöd, aber eigentlich hätte ich mir den Fisch als Einlage gewünscht, ja, womit er den Fond gekocht hat. Also, und wenn wir hier von 18 Euro reden, wenn er mit Fischfilets die Suppe kocht, ja, das ist schon pleite. Beim Hauptgang Schweinemedaillons kann man ja nicht so falsch liegen, oder? Habe ich das in meinem Leben noch nie gesehen. So viel Mehl auf dem Schweinefilet, ja, das schwimmt in irgendwelchem Öl. Also von Liebe, gar keine Spur. Die Pfifferlinge schwimmen mittlerweile wie geplant in ihrer Soße und warten mit den Herzoginnenkartoffeln auf den Verzehr. Einige der Gäste haben ihren Hauptgang bereits, andere am selben Tisch warten noch. Und wie schmeckt's? Der Hauptspeise, also viel zu mehllastig. Ja. Kam mir so vor, als wäre mir aus der Büchse so. Und schade um die schönen Pfifferlinge, die waren auch schön mit Mehl und das schöne Medaillon auch mit Mehl. Die Soße einfach, also die Pfifferlinge so rübergeknallt, man sieht das Fleisch nicht und das gehört einfach nicht, ne? Das macht man einfach nicht. Muss man sich fragen, ob der Koch einen Vertrag mit der Mehlfabrik hat, war nicht gerade blendend. Ob das Mehl wohl den wahren Geschmack verdecken soll? Schlapp, weich gekocht, kein Geschmack dran, sogar bitter. Und guckt euch doch mal an, wie das angerichtet ist. Also jeder Rastplatz macht es schöner. Vielleicht ist ja das Dessert die Kür. Erdbeeren mit Vanille und Sahne klingt solide. Das ist jetzt also der Abschluss des 18-Euro-Dreigang-Menüs. Das eigene Personal, inklusive der Chefin, findet den Nachtisch scheinbar alles andere als appetitlich. So peinlich, sowas rauszubringen, oder? Ja, also machen wir die nochmal. Fand ich furchtbar. Und die Gäste? Zum Kindergeburtstag sind wir eigentlich nicht mit diesen bunten Streuseln. Gehört vielleicht nicht ganz so dazu. Die Sahne, die hat mir überhaupt nicht zugesagt. Aus der Dose geht gar nicht. Und die Erdbeeren waren zu warm. Das hätte meine große Tochter genauso gut hinbekommen. Und die ist 9. Ja? Erdbeeren, Sahne, Eis, tralala. Wir sind hier in einem Restaurant. Esserlebnis sollte hier normalerweise angesagt sein. Und nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Augen.
Die Streusel, das Allerschärfste, ja, also Kinder, das ist Pleiteessen, ja, nichts anderes. Wie gut oder wie schlecht war das Testessen denn nun wirklich? Das sollen die Gäste jetzt bewerten. Für die drei Gänge, das Ambiente und den Service können jeweils maximal 10 Punkte vergeben werden. Das Ergebnis ist für den Sternekoch die Basis für die Arbeit in den nächsten Tagen. Der junge Mann wollte ein Wasser haben mit Zitrone und dann hat man netterweise uns die Zitrone hingestellt. Zitronella, Zitrusspritz, ein Unding. Frank Rosin hört sich weiter um. Er möchte wissen, wie viel die Testesser bezahlen würden.